Hallo Leute und willkommen hier bei Leokraft. Heute geht es um das IMS-System Version 4.0 mit zwei weiteren Modulen, einmal diesem hier und dem hier dazwischen, das habe ich auch neu dazu gemacht, sowie einer veränderten Version des Lagers. Viel mehr Technik als Kiste, hier unten ist die Kiste. Und wie das gebaut wird, werde ich euch in den nächsten Videos zeigen. Heute zeige ich euch, welches die Komponenten sind und wie es funktioniert. Als allererstes kommt in dieses Minecart ein Redstone. Und wenn man hier auf den Knopf drückt, fährt es los. Die, die IMS-Technologie kennen, wissen, was passieren wird. Das Minecart fährt durch die Systeme, findet dann automatisch die Kiste mit dem Redstone und belädt sich da. Im Minecart drin ist der IMS-Zettel und ein bisschen Redstone. Es geht ziemlich schnell. Danach fährt es zurück, findet anhand des IMS-Zettels den vierten Slot und kommt dann wieder vollbeladen mit Redstone zurück. Das kennt man schon, seit der Version 1.0 geht das. Allerdings, was neu ist, wenn man Redstone reinlegt, und zwar diesmal 6 Redstone, passiert nämlich was anderes. Das Minecart fährt wieder rein, fährt hier durch dieses System, fährt durch das IMS-System, fährt durch dieses System und jetzt fährt es seltsamerweise oben hin und gibt hier sein Redstone ab und kommt dann auch wieder zurück. Das ist das neue System. Beide Minecarts verwenden ein und dieselbe Schiene. So, wie funktioniert dieses System? Das beweise ich jetzt mal mit 3 Slots. Wichtig ist, man kann allerhöchstens in einem Trichter Minecart 3 Slots, in einem Kisten Minecart so viele Slots, dass mindestens 2 noch frei bleiben. So, als allererstes fährt das System hier rein. Dann hat es hier einen Zettel gekriegt, dass es Items abgeben soll, dann fährt es hier rum, findet hier seine Position und gibt dann hier das Redstone ab. Das dauert etwas länger als das Aufnehmen, das ist ganz normale Minecraft, ja, Trichterlogik. Wenn das Ganze dann leer ist, ich beschleunige es jetzt hier mal, fährt das Minecart wieder zurück, fährt hier runter, bekommt wieder einen Zettel für das IMS-System, fährt hier an seiner Position raus und bringt somit die Einlagerungskarten, die hier drin sind, wieder zurück, dass die weiterverwendet werden können. Wie funktioniert das IMS-System? Wenn man hier 64 Redstone reinlegt und es dann hier losschickt, passiert nichts. Das Minecart wird sich hier beladen. Und dann an der IMS-Position 2. Das liegt daran, dass bei diesem IMS-System habe ich erst angefangen von hinten zu zählen, die ersten 3 und dann den vierten dazu gebaut. Deswegen wird da falsch gezählt, aber das IMS weiß trotzdem, was von wo kommt. Ich hatte dann jede Menge Redstone mitgebracht, so viel wie halt möglich war. Ja, wenn man allerdings die Einlagerungskarte, die man sich von irgendwo geholt war, weil die zufällig durch einen Fehler noch im Minecart war, entschiedet ihr euch nicht einfach so raus. Wenn man so eine mit rein tut und dann meinetwegen einen Redstone rein tut, dass das Ganze so aussieht, und es hinkriegt, das Minecart zum Abfahren zu bewegen. War gerade ein Minecraft. Dann geht es anhand dieser Einlagerungskarte nach oben. Das heißt, diese Einlagerungskarte ist entscheidend dafür, dass das Minecart die Items aus- oder einlagert. Hier musste man die Einlagerungskarte automatisch, nicht automatisch, sondern per Hand reintun. In diesem System wird das automatisch detektiert. Der Nachteil ist, man kann nicht ein einzelnes Item einlagern, sondern muss immer abwarten, dass mehrere Items zusammenkommen. Aber es ist möglich,
verschiedene Items einzulagern, wenn die entsprechenden Kisten vorbereitet sind. Ich werde für euch hier noch eine zweite dazu bauen und hier auch noch mehrere Slots. Die Maschine bauen wir extra nach. Genauso wie die hier werden wir auch noch mal nebendran bauen. Das ist das ganze System, bestehend aus ja, Abfahrtsstelle, automatische Waage, also das Minecart wird da gewogen, wie viele Items drin sind, dann EMS-Verteilersystem, Einlagerungs-Auslagerungssystem und dann das Lager an sich. Die Videos dafür werden in den nächsten Tagen erscheinen. Dann habe ich noch, was schon sehr lange aussteht, die Technikerklärung für die Redstone World. Die kam erst. Ja, beziehungsweise die kommt erst in den nächsten Tagen. Das liegt daran, die Redstone World wurde geupdatet und ich denke, es wird deutlich besser zu sein, wenn ich euch die Technik in der neuesten Version 1.12 erkläre. Ich tue dann auch noch den Download-Link mit rein, dass ihr auch die aktualisierte Version der Welt bekommen könnt. Ich bedanke mich dann fürs Zusehen bei euch. Und hoffe, dass ihr das neue System gebrauchen könnt. Und würde sagen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.